Etwas, was sehr interessant ist, ist eine Arbeit, die vor kurzem im Juni 2023 in den USA veröffentlicht wurde. Und zwar geht es da um die Amish oder Amish Gemeinschaft. Das sind rund 400.000 Menschen, die hauptsächlich in Pennsylvanien wohnen, also dem Staat Pennsylvania in den USA, aber auch in anderen Staaten, die noch sehr naturverbunden sind und die viele diese Dinge der Modernität ablehnen. Bei dieser Bevölkerung wurde festgestellt, dass die Kinder, die alle zu 100% ungeimpft sind, also weder Masern, noch Pocken, noch Tetanus, noch Diphtherie und schon gar nicht Covid, dass die Kinder zu 100% keine chronischen Krankheiten haben, wie die vielen anderen Kinder. Zum Beispiel kein Krebs, kein Diabetes, ganz, ganz wenig Allergien, wenn überhaupt, und viele, viele andere Krankheiten nicht. Warum ist das nicht bekannt? Ja, wenn das bekannt würde, dann würde ja die Bevölkerung aufstehen und sagen, das ist ja alles völlig verkehrt, was wir bis jetzt bekommen haben. Sie müssen bedenken, dass wir in Deutschland bei einem Kind mit 15 Monaten 35 sogenannte Pflichtimpfungen haben. 35. Ich habe ein Kind behandelt, das kam aus den USA, aus Kalifornien, war 6 Jahre alt, war schwerst krank und das hatte 60 Impfungen gehabt. Mit 6 Jahren. Das Kind war so krank, dass die Mutter mir erzählte, wenn das Kind eine halbe Stunde Fernsehen sieht, dann ist es überfordert. Fernsehen. Also nicht spielen, Fernsehen. Also unglaublich. Und das bedeutet, wenn diese Studie, kann man sagen, wirklich bekannt wird, was ja vermieden wird durch die Pharmaindustrie und durch die Presse und durch die ganzen Medien, dann wäre das eine Revolution. Und für uns ist es vor allen Dingen ein Aushängeschild, dass wir sagen können, guckt euch das an, wenn diese Ergebnisse dort vorliegen, dann ist das gewaltig. Ich persönlich kenne einige Kinder, die vermutlich nach der Masernimpfung Diabetes 1 bekommen haben. Das gab es auch früher schon mal. Aber Kinder mit Diabetes 1 im Alter von 7 Jahren ungefähr, das war sehr selten. Und das kann man auch in den alten Kinderlehrbüchern, da habe ich noch welche von, kann man das nachlesen. Aber in der heutigen Zeit ist es eben nicht mehr selten. Diabetes 1 bedeutet, die Kinder müssen lebenslang Insulin nehmen. Lebenslang. Also vom, weiß ich, 7. Lebensjahr an, bis sie 80 werden, bis sie sterben. Ohne das geht es nicht. Das bedeutet also auch, dass eine ganz große Belastung durch zum Beispiel diese Impfungen anscheinend eingetreten ist. Natürlich auch durch die Lebensweise. Die Lebensweise der Amish People ist ganz anders als die der anderen Bevölkerung. Die essen die Sachen, die sie selbst erzeugen, die trinken die Milch von ihren Kühen und die kaufen nicht groß einen Supermarkt, sondern die stellen praktisch alles her, was sie brauchen. Und sonst nichts. Also allein diese Studie, die jetzt, wie gesagt, veröffentlicht wurde, ist für uns ein gewaltiges Fund. Und wir sollten das ganz, ganz genau untersuchen und uns auch immer wieder vorhalten und immer wieder zeigen, dass wir damit argumentieren können. Denn solch gute Argumente haben wir sonst eigentlich kaum. Ich will eigentlich jetzt aufhören, denn das reicht, wenn ich diese eine Nachricht jetzt weitergegeben habe. Es gibt viele, viele andere Dinge, die auch gut sind. Wichtig ist, es kommen immer mehr neue Informationen. Diese Informationen kommen zu uns, sie kommen natürlich auch zu den Politikern und zu den Medien, werden dort kleingeredet oder gar nicht ernst genommen oder werden unterdrückt. Aber sie sind da und es werden immer mehr. Und diese zusätzlichen Informationen, die da kommen, die werden uns helfen, das ganze System zu ändern. Schönen Dank.